Ja, Momo Leute, schon. euer Zero hier. Und der Chief ist da unten. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Spartan, Jameson, Locke, Halo 5 auf, allen UNSC auf legendär. Sierra 117, bitte komm. Wächter, bewegt sich! Bewegung. Wir müssen weiter runter, bevor wir sicher abspringen können. Und wir. Krabbler voraus! Weiter! Laufen jetzt gerade den Wächter runter. Währenddessen ich ihn ausreden lassen wollte. Bleibt in der Mitte und achtet auf Lücken! Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt drauf zu gehen. Schneller! Ich beeil mich schon. Die sind alle ein bisschen schwächer als sonst. Aus dem Weg! Oh, die Waffe hätte ich mitnehmen können. Als ob er uns abschütteln wollte! Was zum? Holy shit. Also, die Gegner sind sehr schwach auf diesem Gebilde. Finde ich nice. Allerdings ist es ein bisschen kacke, dass ich hier von vorne anfangen muss. Das wird schon. Und der Chief ist da unten? Finden wir's raus. Spartan Jameson Locke, Sender auf allen UNSC-Frequenzen. Sierra 117, bitte komm. Wächter, bewegt sich! Bewegung. Wir müssen weiter runter, bevor wir sicher abspringen können. Krabbler voraus! Weiter, schießen und rennen! Bleibt in der Mitte und achtet auf Lücken! Okay, das wird schon. Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt drauf zu gehen. Schneller! Als ob er uns abschütteln wollte! Oh Gott, jetzt kommen auch noch Flugschiffe. Was? Und was wurde ich getroffen? Nein. Okay, das ist wirklich ein harter Lauf. Wir müssen die Jungs auf jeden Fall töten. Das wird schon. Und der Chief ist da unten? Finden wir es hoffentlich. Raus. Spartan Jameson Locke, Sender auf allen UNSC-Frequenzen. Sierra 117, bitte komm. Wächter, bewegt sich! Bewegung. Wir müssen weiter runter, bevor wir sicher abspringen können. Krabbler voraus! Weiter, schießen und rennen! Bleibt in der Mitte und achtet auf Lücken! Ja, Lücken habe ich gemerkt. Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt drauf zu gehen. Schneller! Ich werde sie alle vernichten. Als ob er uns abschütteln wollte! Mist, ich hab den nicht erwischt. Oh Gott! Passt auf, wo ihr hintretet. Bleibt in der Mitte. Hört ihr das? Oh shit. Hat's funktioniert? Sind wir hier richtig? Versuchen wir es nochmal. Spartan Jameson Locke an Sierra 117, bitte komm. Chief, Dr. Wie sind Sie hergekommen? Ist eine lange Geschichte, Sir. Cortana. Wir Menschen? Wir sind also richtig. Ein Illuminat? Hallo. Ein Illuminat. Mein Name ist 031 Exuberant Witness, Illuminatin der Genesis-Installation. Willkommen. Wollen Sie auch Cortana davon abhalten, die Aufgabe zu übernehmen? Die Aufgabe? Ein galaxieweiter erzwungener Frieden. Furcht vor dem Tode überwiegt jede Lust am Leben. Greife auf Ihre Kommunikationssysteme zu. Oh, im Übrigen, da draußen warten einige unfreundliche Besucher. Ich habe Ihnen das gebracht. Ich nehme an, Sie können das gebrauchen. Ein Skorpion? Ja, schätze, damit lässt sich was reißen. Ich habe es in den Trümmern der Ankunft von Wächter 3209 entdeckt. Dankeschön. Okay, das ist das letzte, womit ich gerechnet habe, aber... Okay. Gucken wir mal, ob wir damit irgendwas anfangen können, ohne es kaputt zu machen wie beim letzten Mal. Ach ja, die Allianz war ja auch hier, ne? Wir wurden getroffen,
Hol sie mir ins Schussfeld. Der Skorpion ist praktisch unbesiegbar. Wir sind fast schon kaputt. Die Hyperraumblasen der Wächter bringen eine beträchtliche Menge Schrott von ihren Ursprungsplaneten mit sich. Jemand sollte denen verklickern, dass der Krieg vorbei ist. Wächter! Wozu hat sie so viele gerufen? Ein einziger Wächter genügt, um ein Sonnensystem zu überwachen. Was für eine Machtdemonstration. Sorry, überwachen? Machtdemonstration? Korrekt. Mit den Wächtern hielten die Blutsväter den Frieden in den niederen Systemen aufrecht. Okay. Das wissen wir wenigstens, wozu sie dienten. Wie Sie sehen, zielen die Abwehrmaßnahmen von Genesis auf die Eindringlinge. Bedauerlicherweise werden sie auch Sie als Eindringlinge betrachten. Das ist deine Installation. Kannst du uns nicht durchschleusen? Nein. Durch den Wärter und Cortana wurden mir die meisten Administratorrechte entzogen. Aber keine Sorge, ich habe immer noch die Kontrolle über einige Aspekte dieser Anlage. Hallo, Sie sollten sich wirklich beeilen. Tut mir leid, ich will nicht sterben. Achtet auf den Ghost. Oh. Halt ihn ruhig. Ich bin genau hier. Hol dir dein Kopfgeld. Ja, okay, er ist kaputt. Das war der wichtigste von allen. Was hat Cortana vor? Sorry, Buck. Oh, shit. Der hält aber viel aus, ne? Der wird den Aufruhr bemerken. Machen Sie schnell. Okay, zu Fuß weiter. Sie wollen es nur in dieser Kampfhaut mit einer ganzen Armee aufnehmen? Wie leichtsinnig. Es geht ja nicht anders. Wenn es anders gehen würde, dann wäre es gar kein Problem. Shit. Okay. Das macht einfach nichts da hinten. Das finde ich gut. Genesis ist ein wirklich prachtvoller Planet. Aber für gewöhnlich etwas ruhiger. Recht einsam sogar. Aber prachtvoll. Okay, mal gucken, wie wir. Sie schlagen sich wacker, finde ich. Es gibt jetzt weniger von denen als vorher, was, so nehme ich an, ihre Absicht war. Ich versuche von Weitem irgendwas zu reißen, weil da hinten sind verdammt viele. Die Ketten stehen unter Beschuss. Weil sobald die bemerken, dass ich hier sie töten will. Ich werde diesen Springer auseinandernehmen. Kommen die aber an. Ja, die kommen jetzt an. Ist mir scheißegal, ob ich Tanaka getroffen habe. Der Springer ist tot. Wir haben Buck verloren. Zieht euch zurück. Mir scheißegal. Ich will hier nur überleben. Okay. Wenn sie jetzt nur noch Krabbler sind, steige ich aus. Ich muss zugeben, trotz allem kann ich nicht anders, als das hier recht belebend zu finden. Belebend, ja? Ich find's cool, dass sie mich unterstützen will, aber sie meinte auch. Der Weg endet hier wohl. Exuberant. Moment, ich werde sie öffnen. Der Exuberant sagte, seid ihr auch, also auch hier, um Cortana quasi aufzuhalten. Das heißt, der Chief will sie schon aufhalten? Mir nach. Ist das so? Ah, ich muss die Waffe wechseln. Nur zumindest für einen Moment. Und dann gehen wir hier mal hoch. Kann nur sein, dass wir nur einen Schädel gefunden haben. Ist ja pervers. Hier ist aber nichts. Na gut.
Das Tor ist fast bereit. Beeilung! Was ist das Tor? Eine Brücke zwischen der Domäne und Genesis. In diesem Gebäude wird Cortana in der physischen Welt wiedergeboren. Da, das Tor! Mehr Allies! Und der Master Chief ist da? Cortana lässt die anderen Menschen bereits seit Stunden im Torgebäude im Kreis umherirren. Sie bereitet sich auf etwas vor. Es lässt sich nur nicht sagen, worauf. Banshee! Die Menschheit hat sich nicht viel verändert, seit sie das letzte Mal die Sterne bereiste. So todbringend wie eh und je. Brauche Hilfe! Wenn der Elite eine Plasma-Pistole hat, könnte ich mir den Banshee schnappen. Würde jemand? Echt mal, wir haben größere Probleme als diese Typen. Schaltet sie so schnell wie möglich aus. Danke, Spartan. Komm bitte, habt eine Plasmapistole dabei. Eröffne das Feuer. Nichts. Ah, ein Raketenwerfer. Das ist keine Plasmapistole. Hier muss doch irgendwo Grunt rumlaufen. Nein, so meinte ich das nicht. Oh je, ich war noch nie zuvor in einem Gefecht. Wie beunruhigend und aufregend. Jetzt zieh dich da. Will nur die Plasma-Pistole. Nein. Ich brauche nur die Plasma-Pistole und dann hole ich mir den Banshee. Das ist der Plan, Freunde. Das ist der Plan. Mit dem Banshee gar kein Problem. Sie bereitet sich auf etwas vor. Es lässt sich nur nicht sagen, worauf. Die Menschheit hat sich nicht viel verändert, seit sie das letzte Mal die Sterne bereiste. So todbringend wie eh und je. Ach komm. Ein Schuss. Ja, mit dem Panzer hätte ich hier nichts reißen können. Könnt ihr euch zurücklaufen und den Panzer holen, oder? Nee. Sie bereitet sich auf etwas vor. Es lässt sich nur nicht sagen, worauf. Die Menschheit hat sich nicht viel verändert, seit sie das letzte Mal die Sterne bereiste. So todbringend wie eh und je. Sie ändert sich zumindest. Ah. Echt mal, wir haben größere Probleme als diese Typen. Schaltet sie so schnell wie möglich aus. Oh je, ich war noch nie zuvor in einem Gefecht. Wie beunruhigend und aufregend. Da ist nirgends so eine Plasmapistole, oder? Ach, das war keine Plasmapistole, das war so ein scheiß Raketengeschütz. Na gut. Sie bereiten halt sich auf etwas vor. Es lässt sich nur nicht sagen, worauf. Echt mal, wir haben größere Probleme als diese Typen. Schaltet sie so schnell wie möglich aus. Die Menschheit hat sich nicht viel verändert, seit sie das letzte Mal die Sterne bereiste. So todbringend wie eh und je. Race unterwegs zu unserer Position. Aber ich möchte den Banshee haben. Ich will ihn nicht abschießen, ich will ihn klauen. Ja, Bug. Oh je, ich war noch nie zuvor in einem Gefecht. Wie beunruhigend und aufregend. Verdammt. Kannst du hier wo hängen bleiben? Ich werde warten, bis ich eine Plasmapistole finde. Ein Schuss, ein Treffer. Jawohl. Okay, da war glaube ich noch ein zweiter. Ein abgestürzter UNSC-Pelikan. Naja, gut. Lass den am Leben. Er gehört mir. Ich kann ihn gar nicht nehmen. Was genau war das? Auch nicht euer Ernst, oder? Sie bereitet sich auf etwas vor. Es lässt sich nur nicht sagen, worauf.
sich nicht viel verändert, seit sie das letzte Mal die Sterne bereiste. Diese Scheißstelle, ne? Sie bereitet sich auf etwas vor. Es lässt sich nur nicht sagen, worauf. Komm her, du Dreckstück. Echt mal, wir haben größere Probleme als diese Typen. Schaltet sie so schnell wie möglich aus. Die Menschheit hat sich nicht viel verändert, seit sie das letzte Mal die Sterne bereiste. So todbringend wie eh und je. Scheiß der Hund drauf, ganz ehrlich. Scheiß der Hund drauf. Ich meine, sie jetzt alle Platz. Platt. Mach Platz! So. Er hat eine Waffe verloren, das habe ich ganz genau gesehen. Naja. Ah, die sind zu zweit, hat mich der zweite wohl getroffen. Zumindest machen sie sich gegenseitig fertig. Ja, sauber. Das war Nummer 1. Was willst du denn, Elite? Nie zuvor in einem Gefecht. Wie beunruhigend und aufregend. Auch da hinten die Munition, ey. Aber da ist doch ein Elite, oder? Habe ich gerade ein Elite genannt? Okay, jetzt erstmal den Bengel da drauf erledigen. Ja, da geht der nächste Bengel drauf. Du wirst mich nicht umbringen, Kleiner. Du nicht. Volle Konzentration, Leute, volle Konzentration. Der lebt noch. Nein, das kann nicht sein. Bleib zusammen, ihr habt Quail verloren. Jetzt verstehe ich, wieso der Wärter von ihrer Gegenwart so beunruhigt ist. Sie sind recht destruktiv. Wie du hergekommen bist, ist mir ein Rätsel, aber gut. Auf jeden Fall haben wir hier ziemlich viele DMAs. Das ist schon mal sehr gut. Haben wir hier noch Munition für mich? War ein Ghost. Wo müssen wir hin? Oh Gott, der hat richtig gut gezielt. Der Kleine zielt ganz schön gut. Okay, da hinten, den müssen wir auch noch loswerden. Ich versuche einfach mit dem Ding jetzt hier ein bisschen was zu reißen. Oh Gott. Ich sehe das Problem. Okay, es hat nichts gemacht. Shit. Ich dachte, ich gehe mal vorein. Ah, wenn ich jetzt von vorne anfangen muss, ne, dann schneide ich den ganzen Kram. Das geht doch. Jetzt verstehe ich, wieso der Wärter von ihrer Gegenwart so beunruhigt ist. Sie sind recht destruktiv. Ein abgestürzter UNSC-Pelican. Muss von der Hyperraumblase erfasst worden sein. Holt euch Munition, wenn nötig, aber wir müssen weiter. Okay, machen wir es zu Fuß lieber. Wobei, wir könnten die ersten Truppen wieder mit dem Ghost ausschalten. War eigentlich ganz in Ordnung.
Und dann kommt halt dieser Bengel von Springer. Und der ist dann nicht mehr so cool. Ah, das könnte funktionieren. Oh. Auf dich zu bewegen. Das ist nicht fair. Hast du auch so eine grausame Waffe wie der andere? Ich hoffe nicht. Okay. Versuchen wir ein bisschen was mit dieser Gerätschaft hier zu reißen. Weiß nicht, ob wir da irgendwas hinkriegen, aber egal, was ist das hier oben? Nice. Ich habe ehrlich gesagt kein Wort verstanden. Okay, wir haben hier tatsächlich noch eine Sniper, die nehme ich sehr gerne. Warum die Sachen da drin sind, kann ich mir nicht erklären. Es ist etwas Eile geboten. Cortana versucht, mehrere hochstufige Kommunikationssysteme zu aktivieren. Wie viel Zeit bleibt uns? Sehr wenig. Nicht genug. Eigentlich gar keine. Wir fahren mal oben lang. Wir haben Zeit. Ich kann mir ein bisschen was erlauben. Zu untersuchen. Oh nein. Ach, der lebt noch. Eigentlich hätte ich mal die Waffen von dem anderen klauen sollen. Ja, wir hätten ja halt komplett mit dem Panzer durchgemusst, aber der Panzer hat halt nicht lange überlebt. Bleib zusammen, wir haben Bale verloren. Wie ist das möglich? Sehr viel Leben kann er ja nicht mehr haben, ne? Oh Gott. Ist mir sowas von Latex. Okay. Ich muss einfach nur von Weitem draufballern. Die können eigentlich nichts gegen mich machen. Ist eigentlich dafür gedacht, dass ich mal mit hier mit dem Panzer durchfährt. Und somit keine Probleme hat. Aber auf legendär kannst du das knicken. Wir haben Bug verloren. Zieht euch zurück. Ja, sauber. Den haben sie schon mal. Den haben wir schon mal. Wird noch der nächste? Oh Gott, ja. Wenn man genau zielt mit dieser Gerätschaft, dann kann man die eigentlich easy töten damit. Das heißt links, rechts und dann ins Gesicht. Immer schön ins Gesicht. Ach, der hat eine Schrot. Okay. Elite-Waffen. Ohne C-Waffen. Also hier gibt's überall so ein bisschen Stuff, was man sich holen kann. Auf legendär. Aber es reicht halt nicht aus. Deswegen fahre ich mit dem Ding hier durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Doch, es funktioniert. Es funktioniert, die billigste Technik aller Zeiten. Sie funktioniert einfach. Okay, wir haben es von allen Seiten alles platt gemacht.
Das heißt, der Weg ist frei. Aus Tanaka, pfui. Das ist meins. Hier lang, geradeaus. Oh, hier sollte eigentlich eine Brücke sein. Gibt es noch einen Weg rüber? Moment. Ja, und jetzt? Ach so. Hui, mein Geschick gilt wohl auch für Brücken. Wie aufregend. Mir nach. Beeilung, Menschen. Das Tor ist Illuminaten, warum hilfst du diesen Menschen? Schlechte Neuigkeiten, Menschen. Der Wärter hat uns entdeckt. Den haben wir schon mal zerlegt. Und vermutlich nicht zum letzten Mal. Er ist recht penetrant. Wärter, warum hilfst du der Dienerin? Das entspricht nicht dem Protokoll. Es ist falsch. Du wirst hier nicht länger benötigt, Illuminaten. Die Rückgewinnung hat begonnen. Orkana wird der Galaxie einen Neuanfang schenken. Aha. Ziemlich anstrengend, einem Kampf zuzusehen. Ich bin ständig besorgt, dass sie gleich sterben. Oh Menschen, seien Sie vorsichtig. Mein Einfluss reicht weiter als die Sterne. Niemand entkommt meinem Zorn. Das ist falsch, Werte. Die Dienerin gäbe es ohne die Menschen gar nicht. Die Menschen abzulehnen, aber nicht sie? Das ist Irrsinn. Die Menschen sind eine Variable, die ich nicht einzuberechnen wünschte. Genauso wie du, Illuminatin. Was bist du für ein komischer Kauz? Verzieh dich. Niemand mag dich. Oh Gott. Oh. Er kann mich lähmen. Er kann Fahrzeuge lähmen. Das ist interessant. Oh Gott, er läuft auf mich zu. Es läuft direkt auf mich zu. Aber er schafft es nicht über die Brücke. Okay, das nutze ich mal kurz aus. Selbst wenn ihr diese Schlacht gewinnt, ist der Krieg bereits verloren. Okay, ich ziehe einfach mal auf seinen Kopf. Ich bin kein Kriegerdiener, aber mir scheint, nicht stillzustehen, wäre ihrem Überleben zuträglich. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Nein! Vale? Würdest du mal? Kann weitergehen. Danke, Spartan. Hat er sich gerade selber Schaden zugefügt? Ist ja ein bisschen blöd, ne? Dumm gelaufen. Er macht wenigstens seine ultimative Fähigkeit nicht. Nice. Er ist weg. Das war der leichteste Kampf gegen ihn. Fantastisch. Ich bin überglücklich, dass sie noch leben. Aber der Wärter war trotzdem siegreich. Wie das? Cortanas Plan ist so weit vorangeschritten, dass jede Sekunde ihr hilft. Beeilung, das Tor ist gleich hinter diesem Hügel. Krieg ich noch einen Ghost? 117, wenn Sie mich hören können. Wir nähern uns dem Tor. Halten Sie die Stellung. Cortana blockiert den Funk? In der Tat, aber ich kann Ihnen versichern, dass die Menschen noch im Tor sind. Okay, gucken wir erstmal, was auf uns wartet. Und dann schauen wir, wie wir darauf reagieren werden. Mit einem bunten Zor. Oder mit dem Gauss-Geschütz. Ich habe euch wohl falsch eingeschätzt. Ich hielt euer Verhalten für Hartnäckigkeit, auch wenn es in Wahrheit selbstmörderischer Wahn ist.
Ihr habt euch wacker geschlagen, Spartans. Doch euer Kampf ist vorbei. Achtet auf Scharfschützen im Hintergrund. Ist er zu zweit? Treffer, Treffer, bin am Boden. Es gibt ihn zweimal? Heilige Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich drauf reagieren soll. Ja, gucken wir mal, wie wir drauf reagieren. Gar nicht am besten. Okay, erstmal Kanonenfutter erledigen. Fehlt es aber irgendwie an Munition und allem. Dann haben wir noch eine bunte Saw. Ja, das ist ja schön und gut, was wir hier haben. Weißt du, aber es wird nicht reichen. Und er hat jetzt zweimal die Möglichkeit, diese Ulti einzusetzen. Na gut, Freunde. Besiegen Sie den Wärter am Arsch. Besiegen Sie die Wärter, heißt das. Ich würde sagen, den Kampf werden wir morgen austragen. Das macht der Zukunft Zero. Ich werde jetzt erstmal eine Pause machen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.